Der Mond. Ewiger Wegbegleiter der Erde. Wer der Mondsucht verfällt, so ein alter Spruch, ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Vor 40 Jahren wollen die Menschen einen Traum wahrmachen. Zum ersten Mal auf dem Erdtrabanten landen. Einer hat wesentlich dazu beigetragen, Werner von Braun. Ein Deutscher. Er ist der Vater der Saturn V, der Mondrakete. Es war ein langer Weg. Es ist sein Tag. Nur ein Vierteljahrhundert vorher nahm seine Rakete einen anderen Weg. Hitlers Vergeltungswaffe V2. Sie, die Saturn V, bringt den Menschen zum Mond. Diese Rakete soll nicht zerstören, sondern den Menschen den Weg in eine neue Dimension ebnen. Er sagt, er habe immer nur dieses eine Ziel gehabt, von Anfang an. Den Mond. Doch um welchen Preis? Über dem Beginn der Karriere des Raketenmannes liegen schwarze Schatten. Werner von Braun, er ist ein Mittäter, ein Verbrecher. Er hat sein Ziel erreichen wollen mittels Sklavenarbeitern. Er hatte eine ganz besondere Gabe Menschen gegenüber. Wirklich ein faszinierender Mensch. Ich glaube, es hätte für uns keinen Weg zum Mond gegeben, ohne die Leidenschaft und den Einsatz Dr. von Brauns. Schlafen gehen. Ich glaube wirklich, dass wir eines Tages auf dem Mond landen werden. Aber heute nicht mehr. Wie von Braun 14 Jahre alt war, da schenkte ihm seine Mutter ein Fernrohr. Und er wurde Astronom, gleich ein Amateurastronom, und schaute vor allem die Planeten an. Und in dem jugendlichen Alter sagte er dann, wir sollten nicht nur zu ihnen hinschauen, wir sollten hinfahren und hinreisen. Es ist ein weiter Weg aus der preußischen Provinz bis zum Mond. 1912 wird er im posischen Wirsitz als zweiter von drei Söhnen geboren. Sein Vater ist damals Landrat. Werner gilt als besonders aufgeweckt und als Muttersohn. Sie sorgt sich um die Träumereien ihrer Jungen. Weil er so praktisch veranlagt war und sich so für Raketen interessierte, galt er vor allem anderen als Rabauke. In den 20er Jahren ziehen die von Brauns nach Berlin. Hier herrscht Raketenfieber. Und mehr. Doch den Jungen interessiert vor allem eins. Welche Kraft bringt den Menschen in andere Sphären? Er macht selbst die Probe aufs Exempel. Mitten in der Reichshauptstadt. Mitten im Tiergarten. Ein Gefährt? Ein Antrieb?
Pappröhren mit Schwarzpulver. Der Rückstoß treibt den Wagen an. Ein schon lange Zeit bekanntes Prinzip. So, junger Mann. Na, da bin ich ja mal gespannt. Vom anschließenden Besuch der Polizei soll der Vater wenig begeistert gewesen sein, heißt es. Schluss mit der Feuerwerkerei, denn der Junge von Braun ist musikalisch, komponiert später eigene Stücke. Könnte das vielleicht seine Zukunft sein? Sein Traum war es, auf dem Mond zu landen. Im Alter zwischen 14 und 16 allerdings wurde er selbst etwas unsicher, wohl auch weil seine Eltern dachten, dass das schon ein bisschen verrückt sei. Der Besuch eines Internats soll es schließlich richten. Doch er füllt ganze Schulhefte mit seinen Weltraumfantasien und will, dass andere seine Begeisterung teilen. Hey, guck mal, Werner hat eine Pfeilspitze gemalt. Da sitzt jemand drin. Ach, Quatschkopf. Das ist eine Rakete. Damit fliegt man zum Mond. Schau mal, da ist er. Und so weit ist er gar nicht weg. Irgendwann werden Menschen dorthin fahren. Klar, mit dem Fahrrad oder was? Nein, mit einer Rakete und einem Raumschiff natürlich. Ey, Werner, du spinnst. Komplett. Da haben die anderen alle gewirrt und gelacht. Das erschien uns unmöglich. Aber der Werner hat fest daran geglaubt. Die Mondsucht lässt ihn nicht mehr los. Was das Kind erträumt, will der junge Mann in Angriff nehmen und findet erste Vorbilder im Kino. Fritz Langs legendärer Film Die Frau im Mond. Werner von Braun will nicht nur zuschauen. Er sucht Kontakt zu den Menschen, die jetzt schon als Raketenpioniere gelten. Wie Hermann Obert, der den Filmregisseur Fritz Lang beraten und inspiriert hat. Von Braun wird 1929 Oberts Assistent. Es gibt einen Club der Gleichgesinnten, der Verein für Raumschifffahrt in Berlin-Reinickendorf. Ihm tritt der Junge von Braun bei. Man entwickelt zu dieser Zeit den ersten kleinen Raketenmotor auf deutschem Boden. Das war der Bastlerverein für Raketen. Ja. Sie waren eben alles keine ausgesprochenen Techniker, sondern sie waren eben Bastler. Ja. Und diese Bastelleidenschaft kostet Geld. In einer Zeit, in der die Weltwirtschaftskrise Millionen in die Armut treibt. Nur ein großspuriger Auftritt verspricht auch Einkünfte. Das Versuchsgelände in Reinickendorf erhält einen weihevollen Namen. Höher! Nein, runter! Es muss hoch, höher, höher, höher. Runter! So! Na, endlich! Mann, das Besuchern wird ein großartiges Spektakel in Aussicht gestellt. Jetzt ist es schön gerade. Ja. Na, wunderbar. Auch unerwartete Gäste stellen sich ein. Eine Limousine der Reichswehr, Männer in Zivil. Im Jahr 32 wurde von Braun mit seinen Kollegen in Reinickendorf bei Berlin besucht von einigen Offizieren. Sie kommen in Zivil. Offiziell möchte die Reichswehr nicht mit der Rakete in Verbindung gebracht werden. Sie hörten von den Arbeiten von dem Jungen von Braun und seinen jungen Kollegen und wollten sehen, was sie machen. Meine Herrschaften, die Mirag 1 wird nun jeden Moment abheben. Bitte achten Sie darauf. Der Ingenieur Rudolf Nebel führt das große Wort. 3, 2, 1, Start! Und obwohl der Schuss, den sie die jungen Leute vormachen wollten, nicht wirklich gelang, waren doch die Offiziere beeindruckt von der soliden und gewissenhaften Arbeit, die die jungen Leute machten.
Seit dem verlorenen Krieg darf Deutschland keine schwere Artillerie mehr besitzen. So steht es im Versailler Vertrag. Die Reichswehr lädt die Raketenbastler nun auf ihr Versuchsgelände ein. Könnte die Rakete eine neue Waffe sein? Die Raketenpioniere verheißen ein flugfähiges Gerät. Aus diesem grandiosen Fehlschlag zog das Heeresamt den Schluss, dass Nebel ein Lügner sei, dem man nicht trauen kann. Aber dieser Student Werner von Braun könnte ein nützliches Talent sein. Ich weiß gar nicht, was Sie erwartet haben. Sie ist doch geflogen. Naja, was soll's. Ehrlich gesagt ist es mir ohne die sogar lieber. Wir machen einfach weiter wie bisher und bleiben dafür unabhängig. Hm? Ohne Geld. Mensch. Wer außer denen soll uns denn bitte sonst helfen? Hast du gesehen, was die hier an Instrumenten haben? Davon träumen wir doch nur. Es kommen auch wieder bessere Tage. Geduld, Werner, Geduld! Nun will Werner von Braun das Heft in die Hand nehmen. Er tritt selbstbewusst auf. Sein Vater ist inzwischen Landwirtschaftsminister in der Reichsregierung. Sein Name kein Unbekannter. Besuch beim Heereswaffenamt. Ich möchte ehrlich sein, von Braun. Das ist ja schön viel Zirkus da draußen. Aber wenig effektiv. Ich weiß, dass Sie was können. Aber wenn hier was rauskommen soll, dann geht das so nicht. Wir brauchen unbedingte Geheimhaltung. Gut. Wenn Sie uns mehr unterstützen würden? Ich mache Ihnen ein Angebot. Sie können bei uns alles bekommen, was Sie brauchen. Auf unserem Platz in Kummersdorf. Unter unserem Kommando, versteht sich. Von Braun begibt sich in die Obhut der Armee. Er wird Zivilangestellter bei der Reichswehr, darf auf dem Testgelände experimentieren. Gibt es keine Vorbehalte gegen das Militär? Im Militär zu dienen war Familientradition. Sein Großvater, sein Urgroßvater waren Offiziere. Sein Vater war Reserveoffizier, das war Junkertradition. Das Militär war eine sehr angesehene Unterstützung für ihn. Vor allem stellt es ihm die Mittel bereit, die er zur Weiterentwicklung seiner technischen Pläne benötigt. Es geht um die Konstruktion eines Raketenmotors nach einem neuen Prinzip. Im Grunde ist es einfach. Alkohol rot und flüssiger Sauerstoff blau werden in eine Brennkammer gepresst und gezündet. Wenn alles gut geht, explodiert das Gemisch kontrolliert und die kegelförmige Düse entwickelt Schubkraft. Während Werner von Braun experimentiert, geht die Republik unter. Interessiert ihn das politische Geschehen? Der 30. Januar 1933 wird zum folgenreichsten Tag der deutschen Geschichte. Adolf Hitler übernimmt die Macht. Werner von Braun arbeitet fieberhaft an seiner Doktorarbeit. Seine nationalkonservativen Werte sind nicht weit entfernt von einigen Werten der Nazis. Deswegen glaube ich nicht, dass er mit diesem familiären Hintergrund dem Niedergang der Demokratie oder der Weimarer Republik nachgetrauert hat. Für von Braun ist vor allem entscheidend, wie steht das neue Regime zum Fortschritt in der Armee und zum Heereswaffenamt, dessen Raketenmann er ist. 1933 und 1934 besucht Hitler Kummersdorf. Der NS-Diktator will die Lage für die Aufrüstung sondieren und bewilligt großzügige Mittel für die militärische Forschung. Zwar wusste man damals schon von Hitler und von seinen Bestrebungen, aber dass er zu einem Krieg führen könnte, daran dachte kein Mensch. Man glaubte nicht daran, dass man so kurz nach dem Ersten Weltkrieg in einen weiteren neuen Krieg verwickelt werden könnte. Das mag von Braun so gesehen haben. Doch das Regime zeigt immer offener sein wahres Gesicht. Die ersten Konzentrationslager werden errichtet. Hitler beseitigt seine Gegner. Auch den ehemaligen Reichskanzler Kurt von Schleicher. Magnus von Braun, der Vater, hatte seinem Kabinett angehört. Sohn Werner vollendet 1934 seine Doktorarbeit.
Sie wird zur Geheimsache erklärt. Es spricht sich herum, dass da ein fähiger Mann seine Arbeit tut. Hermann Görings Luftwaffe versucht, das Wunderkind vom Heeresamt für seine eigenen Pläne zu gewinnen. Man denkt an Raketen als Antrieb für Flugzeuge nach. Ich war gerade bei Boimka von der Luftwaffe. Sie glauben nicht, was da passiert ist. Er steigt mit 5 Millionen in das Raketenprojekt ein. 5 Millionen? Ja. So eine Unverschämtheit, diese Emporkömmlinge. Das ist ja mal wieder typische Luftwaffe. Kaum haben wir was Vielversprechendes, grapschen die auch schon danach. Aber denen werde ich zeigen, wer das Sagen hat im Raketengeschäft. Tja, so habe ich das natürlich nicht gesehen. Tut mir leid. 6 Millionen. Auf deren 5 Millionen werde ich noch mal 6 Millionen draufsatteln. Und dann sehen wir, wer die Hosen anhat. Ein junger Mann von 23 Jahren darf sich nun sein eigenes Reich errichten und findet dafür die geeignete Stelle an der Ostsee. Eine ganze Maschinerie, die Millionen von Reichsmark verschlingt, setzt der 23-Jährige in Gang. Die Raketenstadt Peenemünde entsteht. Das Regime scheint sein Versprechen einzulösen. Mit Macht sei alles möglich. Binnen weniger Jahre wird ein Forschungs- und Testgelände entstehen, wie es die Rüstungsindustrie in Deutschland noch nie kannte. Ein Areal mit Forschungseinrichtungen, Prüfständen, Abschussbasen, Fabriken, Kraftwerken und einer eigenen Siedlung für die Ingenieure und Techniker wird in Rekordzeit aus dem Boden gestampft. Die Kosten betragen am Ende mehrere 100 Millionen Reichsmark. Werner von Braun wird der technische Direktor der Raketenstadt. Muss er dafür mehr geben als nur sein Können? Von seinem Standpunkt aus ist nicht er der Ausgebeutete, sondern er beutet die aus. Das ist ein Mittel zum Zweck, seinen Traum zu erfüllen. Es hat was Faustisches, nicht? Er verkauft eigentlich seine Seele an das, sagen wir mal, den Gipfel des Bösen, nicht? Aber es ist ihm, glaube ich, gar nicht bewusst. Er ist vielleicht naiv. Hitler macht wahr, was er immer geleugnet hatte, doch insgeheim längst plante. Die Entfesselung eines europäischen Krieges. Polen wird regelrecht überrannt, Frankreich in wenigen Monaten bezwungen. Wird er für seinen Krieg noch Raketen brauchen? Nur wer kriegswichtig ist, erhält Geld und Material. Von Brauns Projekte sind vorerst zurückgestuft. Das will er ändern. Erklär mir doch bitte, wie ich mit der Steuerung vorankommen soll, wenn in den letzten Monaten drei meiner... Seit 1937 ist er Mitglied der NSDAP. Das öffnet Türen. Erwartet man noch mehr von ihm? Ich war zufällig bei Braun mit 2 oder 3 anderen Leuten. Da hatte Braun gerade den Brief von Himmler bekommen, bot ihm irgendeinen niedrigen SS-Rang an. Dann sagte ich schließlich, also das kann bloß der Dornberger entscheiden. Und der Dornberger war nebenbei ein guter Diplomat. Der sagt, annehmen ist sehr schlecht, aber ablehnen ist noch schlechter. Die SS will immer alles. Glauben Sie mir, das ist nur der Anfang. Andererseits können die was bewegen. Was passiert, wenn ich ablehne? Schwer zu sagen. Auf Anraten seines militärischen Vorgesetzten Walter Dornberger willigt von Braun ein. Und Nein zu sagen wäre für unsere Sache wahrscheinlich noch viel schlechter. Es ist der Preis für die rasante Karriere, den er zu zahlen bereit ist. Ja? Bitte sehr. Auch wenn er seine Uniform nur selten tragen wird, für den Schwarzen Orden ist Werner von Braun nun einer der ihren. Wie ein Krake versucht die SS, ihren Einfluss auf führende Köpfe im Reich zu gewinnen und bietet dafür die Aussicht auf atemberaubende Karrieren.
Wer aber eine Waffe in Aussicht stellt, muss demonstrieren, dass sie überhaupt funktioniert. Das Entscheidende ist der Antrieb. Die sogenannte Kegeldüse. Sie soll mit flüssigem Sauerstoff und Alkohol betrieben werden. Eine revolutionäre Technik. Doch aller Anfang ist schwer. Überall betreten von Braun und die Raketenmänner technisches Neuland. Eine Entwicklung, die ihre Zeit braucht. Trotzdem ist es Ende 1940 soweit. Die erste testreife Kriegsrakete wird fertiggestellt. Aggregat 4, kurz A4 genannt. Sie ist viel größer, als man sich es auf dem Papier immer vorgestellt hat. Mein Gott, wenn die mal abhebt. Und wenn sie dann auf einen zukommt. Es wird dem Gegner Angst und Schrecken einjagen. Man wird sie so gut wie nie zu Gesicht bekommen. Dafür ist sie viel zu schnell. Ich weiß. Aber ist das nicht schade? So schön, wie sie ist. Der Überfall Hitler-Deutschlands auf die Sowjetunion im Juni 1941. In den ersten Wochen reiht sich Sieg an Sieg. Doch es gibt noch einen anderen Schauplatz. Beim Luftkampf über Großbritannien unterliegt die deutsche Luftwaffe. Es kommt zu einem Treffen, das von Braun später immer abstreiten wird. Die Raketenmänner unterbreiten Hitler Vorschläge, machen Hoffnung. Kann dort, wo keine Lufthoheit herrscht, die Rakete Abhilfe schaffen? 1000 Kilometer und mehr sind technisch machbar. Eine Absicht des Vortrags in der Wolfschanze war mit Sicherheit, Hitler die Rakete zu verkaufen. Sie versprechen Waffen, sie wird geliefert werden, sie wird rechtzeitig fertig sein und sie wird funktionieren. Sie machen Versprechungen. Hohe Erwartungen werden geweckt. Doch noch gibt es keine Rakete, die auch fliegt. Der selbstverursachte Druck nimmt zu. Die Enttäuschungen waren für ihn groß, wenn wieder ein Fehlstand war. Dann wurden alle wieder sofort, die beteiligten Direktoren und zusammengerufen, gleich danach. Und es wurde gesessen die halbe Nacht und drüber debattiert. Hitler hat die Sowjets unterschätzt. Im Winter 41 unterliegt die Wehrmacht in der Schlacht um Moskau. Der Diktator hat die Zuwendungen für die Kriegsrakete erhöht. Er sagt, wenn es zum Einsatz kommt, dann müssen Hunderttausende von Geräten pro Jahr gefertigt und verschossen werden können. Tag X in Peenemünde. Die Frau im Mond soll Glück bringen bei einem entscheidenden Testflug. Das war einfach aufregend. Da standen wir noch alle auf dem Messdach. Das war das höchste Haus. Und oben auf dem Dach der General Dornberger und all die Koryphäen, die da kamen zu Besuch. Eine Signalrakete zeigt abschussbereit. Es ist der 3. Oktober 1942. Das Aggregat 4 ist fast 14 Meter lang und hat einen Durchmesser von 3,5 Metern. Gesteuert von einem völlig neuartigen Kreiselkompasssystem. Während General Dornberger den Countdown herunterzählt, presst die damals stärkste Pumpe der Welt riesige Mengen an Treibstoff in die Brennkammern. Vorstufe! Das brisante Gemisch zündet kurz vor dem Abheben. 3, 2, 1, Zündung! Die Frau im Mond erinnert Werner von Braun auch an seinen alten Traum. Der Rückstrahl klar konturiert und beständig. Aufstiegsgeschwindigkeit gleichmäßig beschleunigend. Keine Rotation.
Mit über 38.000 PS Schubkraft erreicht die Rakete eine Spitzengeschwindigkeit von 5.500 Kilometern. An diesem Tag fliegt sie 85 Kilometer hoch und streift die Grenze des Weltalls. Das war nicht wieder zu beschreiben, wie alle davon berührt waren. Es war toll. Die Männer freuen sich, wie kleine Jungs berichten Augenzeugen. Doch an diesem Tag wurde nicht nur das Tor zum Weltall aufgestoßen, sondern auch der Weg geebnet für eine völlig neue Waffe. Meine Herren, wissen Sie überhaupt, was wir heute erreicht haben? An diesem Nachmittag wurde das Raumschiff geboren. Auf die Raumfahrt. Glauben Sie ja nicht, damit seien Sie alle Kopfschmerzen los, von Braun. Im Gegenteil, die fangen jetzt erst an. Zumindest für die nächsten Stunden sollten Sie recht behalten. Komm, Werner, tanzen. Meine Herren, Sie entschuldigen mich? Die Ausstrahlung, die er hatte und eigentlich das wirklich manchmal fast unbekümmerte, Jungenhafte in ihm. Er sah ja wirklich blendend aus. Wir haben immer gesagt, wie ein griechischer Gott sah er aus. Ja, der ganze Mensch. Der ganze Mensch scheut keine Affären. Anfang 1943 aber scheint er ernsthafte Absichten zu haben. Er ist oft nach Berlin gefahren und dort hatte er eine Verlobte. Eine ganz wunderbare Frau, Dorothee. Und mehr sage ich nicht. Verlobungsanzeigen werden verschickt. Als SS-Mann muss er eine besondere Heiratslizenz beantragen. Leumunds Zeugen müssen der SS bestätigen, dass die zukünftige Braut weder unzuverlässig noch herrschsüchtig ist, dafür aber kinderlieb und sparsam. Was einer der Leumunds Zeugen dazu schreibt, deutet darauf hin, dass Werner von Braun werdender Vater war. Es wurden in meinem Beisein bereits Kinderwagen und Kinderwäsche und so weiter angeschafft, deshalb bestimmt kinderlieb. Doch ganz plötzlich ist die junge Braut aus seinem Leben verschwunden. Hat sie das Kind verloren? Entfiel damit der Grund zur Heirat? Ich glaube, es war anders vorgesehen für ihn, vorbestimmt. Da war die Mutter wohl stärker und der Wunsch der Mutter. Im Sommer 43 lernt er auf einer Reise nach Paris eine junge Französin kennen, Fernand. Er gibt sich als Geschäftsmann aus. Für ihn ist es nur eine Episode, aber für sie ist er ihre große Liebe. Als Monsieur Werner wieder geht, beginnt für Fernand ein langer Leidensweg. Die ahnungslose Liaison mit dem kriegswichtigen Techniker wird ihr zum Verhängnis. Sie wird von der Gestapo verhaftet. Erst Jahre später wird Werner von Braun von ihrem weiteren Schicksal erfahren. Deutschlands Städte versinken im Bombenhagel der Alliierten. An der Ostfront ist die Wehrmacht auf dem Rückzug. Die Schlacht um Stalingrad markiert einen Wendepunkt. Können neue Waffen das Blatt noch einmal wenden? Heinrich Himmler auf Besuch in Peenemünde. Er bekommt das übliche Reklameprogramm zu sehen. Nach dem guten Erfolg ist die SS praktisch in die Sache reingestiegen und hat versucht, alles zu übernehmen, was normalerweise in dem Bereich der Army lag. Vorbereitungen auf einen Testflug für den Reichsführer SS. Er hat sich nicht selbst eingeladen. Walter Dornberger bat ihn zu kommen. Es ist ja nicht so, dass die SS einfach in Peenemünde erschienen wäre
und gesagt hätte, wir übernehmen den Laden. Vielmehr haben neuere Forschungen nachgewiesen, dass Peenemünde auf die SS zugekommen ist, um Häftlinge und Zwangsarbeiter für das Versuchsserienwerk in Peenemünde zu bekommen. Hitlers Star-Architekt Albert Speer ist inzwischen Rüstungsminister. Er verheißt dem Diktator ein regelrechtes Rüstungswunder. Da Millionen deutscher Männer an den Fronten kämpfen, kommen immer mehr ausländische Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge zum Einsatz. Auch in Peenemünde. Werner von Braun will davon nichts gewusst haben. Andere Häftlinge, die haben mir das erzählt, das ist Werner von Braun. Das ist der Raketenspezialist. Es war nicht der große Wissenschaftler dort, der sich entschuldigen kann, dass er nichts gesehen hat von was geschehen ist mit diesen Häftlingen. Für ihn kommt es vor allem darauf an, dass er sein Soll erfüllt. Denn einmal mehr hat er bei Hitler Erwartungen geschürt. Bei einem weiteren Besuch in seinem Hauptquartier Wolfschanze im Juli 1943. Dieser Besuch bestätigt, dass Hitler auf die A4 als Wunderwaffe setzt. Von ihr hofft er nun, dass sie die Katastrophe abwendet, die er über Deutschland gebracht hat. Der Raketenmann hat die A4 als womöglich kriegsentscheidende Waffe verkauft. Wir haben es doch geschafft, endet der vorgeführte Film. Hitlers Reaktion übertrifft die Erwartungen Dornbergers und Werner von Brauns. In seiner Fantasie schoss er tausende Raketen auf einmal ab, wobei er geräuschvoll Explosionen imitierte. Auf einmal wurde die V2 seine persönliche Entdeckung. 1800 Raketen pro Monat sollen hergestellt werden und schnellstmöglich zum Einsatz kommen. Dafür gibt es Vorschusslorbeeren. Speer nahm Hitler zur Seite und sagte, der Braun muss einen Professortitel kriegen. Ja? Und da war Hitler sofort einverstanden und sagte, in diesem Falle unterschreibe ich die Urkunde sogar selber. Ja? Von Braun muss gewusst haben, dass er Erwartungen weckt, die er nicht erfüllen kann. Herzlichen Glückwunsch, Herr Professor. Danke. Wichtig ist, dass es weitergeht. Sicher. Aber langsam habe ich den Eindruck, er glaubt, wir beide könnten den Krieg allein gewinnen. Nimm sie zurück. Das Regime fordert nun die Gegenleistung für den Aufstieg des Raketenmannes. Als am 17. August 1943 600 Bomber der britischen Royal Air Force Richtung Deutschland starten, rechnen alle mit einem Angriff auf die Reichshauptstadt Berlin. Doch das Ziel ist ein anderes. Lange hatte man in England nicht an deutsche Wunderwaffenschmieden geglaubt. Jetzt ist man sich sicher, dass es in Peenemünde eine gibt. Nun will man gezielt die Anlagen und ihre Ingenieure bombardieren. Die Köpfe der Raketenentwicklung sollen ausgeschaltet werden. Werner von Braun kam rein, gespritzt, alles kam noch rein. Und wir saßen in dem Bunker und es knallte und der Bunker ging also hoch und runter. Es war aufregend. Los, kommt! Die Unterlagen, wir müssen die Unterlagen retten. Behalt euch doch mal. Der Raketenmann riskiert sein Leben und das anderer. Wir tasteten uns an der Wand entlang. Er nahm meine Hand, zog mich hinterher und gingen rauf. Unser Büro war im zweiten Flur. Der linke Flur war schon halb weg, schon alles gebrannt und abgerissen, brannte lichterloh, Gardinen und alles schon. Der Ertrag seiner Arbeit geht ihm über alles. Thank you.
Und dann sind wir runter und konnten gerade noch, bis der Giebel und die Treppen alles zusammenfiel. Ja. Mehr als 100 Wissenschaftler und Familienangehörige sterben. Doch es gibt auch andere Opfer. Da war ein Arbeitslager von Fremdarbeitern. Da waren 700 Tote. Ich sah dann noch Menschenleiber am Zaun kleben, die raus wollten und nicht mehr konnten. Ja, es war grauenhaft, der andere. Von Braun wird später sagen, nicht er trage die Verantwortung dafür. Die Briten hätten schließlich bombardiert. Die Raketenproduktion ist in Peenemünde jedenfalls nicht mehr sicher. Neue geschützte Produktionsstätten werden benötigt. Himmler schlägt Hitler vor, im thüringischen Harz eine unterirdische Fabrik zu errichten. Im großen Maßstab sollen KZ-Häftlinge zum Einsatz kommen. Leiter der Fabrik wird der SS-General Hans Kammler. Ein Menschenverächter mit denkwürdigem Hintergrund, der zuvor an der Planung von Vernichtungslagern beteiligt war. Man wusste bei der SS wohl auch, dass Kammler von einer gewissen Rücksichtslosigkeit war. Und um ein Projekt fertigzustellen, eben auch Tote in Kauf nimmt. Nun müssen Häftlinge mit einfachstem Gerät Stollen in den Berg treiben. Dann sah ich auf einmal rechts vor mir eine Grotte und da bewegten sich Häftlinge in gestreifter Kleidung. Und ich habe gesehen, wie die schwere Steine getragen haben. Und es hat wirklich gespenstisch ausgesehen. Und ich habe gedacht, wo sind wir hier dann angelandet? Ist das die Hölle? Die Menschen hausen unter erbärmlichsten Bedingungen. Es existierte zu der Zeit, als Dora ausgebaut wurde, noch kein oberirdisches Barackenlager. Das heißt, die Häftlinge waren in den Stollen untergebracht. Es gab jeweils so ein paar Abortkübel, die überliefen. Es stank abscheulich, Krankheiten, Ungeziefer breitete sich aus. Die KZ-Häftlinge, die hier gearbeitet haben, sind monatelang nicht ans Tageslicht gekommen. Und viele sind einfach im Stollen gestorben. Man schätzt, dass während der Bauphase etwa 3000 Leute ums Leben gekommen sind. Später wird Werner von Braun behaupten, in der Phase des Massensterbens nie in Nordhausen gewesen zu sein. Doch sein Fluglogbuch belegt das Gegenteil. Er habe nie einen Toten gesehen, wird er später sagen. Ist das glaubwürdig? Die Überlebenden haben eine andere Erinnerung. Man kann mir nicht sagen und uns nicht sagen, dass er keine Toten gesehen hat, dass er nicht gesehen hat von diesen Schrecken. Verhältnissen, die ich ihm geschildert habe, hat er auch gesehen. Gibt es eine Trennung von Technik und Moral? Für Werner von Braun schon. Er habe immer nur das eine Ziel vor Augen gehabt. Wie er dorthin gelangt, das sei nicht seine Verantwortung gewesen. Dabei ist er selber an der Einsatzplanung von Zwangsarbeitern beteiligt. Es habe Krieg geherrscht. Es sei um Sieg und Niederlage gegangen. Der Braun hat die Notwendigkeit des Einsatzes von KZ-Häftlingen immer für notwendig gehalten. Weil sonst die ganze Geschichte zusammengekracht wäre. Werner von Braun wird zu Heinrich Himmler zitiert. Der Reichsführer SS will, dass Peenemünde ihm unterstellt wird. Sie wollen entwickeln, forschen und dann diese unbeweglichen Armeebürokraten. Ich fühle mich beim Heereswaffenamt und General Dornberger sehr gut aufgehoben.
Die Rakete braucht einfach ihre Zeit. Sicher, mein lieber von Braun, aber... Das Gespräch habe in einer freundlichen Atmosphäre geendet, heißt es. Was ist das her? Glauben Sie mir. Aufmachen! Von Braun! Etwa 4 Wochen später. Unerwarteter Besuch beim Raketenmann. Er und weitere leitende Ingenieure werden von der Gestapo verhaftet. Kommen Sie! Der wirkliche Grund ist, dass von Braun den Himmler sauer gemacht hatte. Himmler hatte ihm ja angeboten, ganz Peenemünde mit allen Angestellten und der Wehrmacht zu übernehmen. Und er wollte Werner von Braun dann natürlich einen Topmann in der SS machen. Die Raketenmänner werden ins Gestapo-Gefängnis von Stettin gebracht. Von Braun ist schockiert über den Umfang seiner Akte. Ihm wird Verrat vorgeworfen. Doch er hat mächtige Fürsprecher. Speer ist zu Hitler gegangen und hat gesagt, das ist ja eine Schweinerei, was eure Leute da tun. Die müssen sofort freigelassen werden. Ja. Der konnte sich das erlauben. Ja. Hitler hat sich dann überreden lassen und hat gesagt, ja, also zeitweise lasse ich sie frei sein. Ja. Aber nur beschränkte Zeit. Ja. In einem filmreifen Auftritt befreit Dornberger Werner von Braun aus den Fängen der SS. Der Gefangene ist umgehend freizulassen. Was Besseres als diese ganze Geschichte hätte Werner von Braun gar nicht passieren können. De facto hat das ja die Legende genährt. Wir sind immer in Konflikt mit der SS gewesen. Wir waren immer in Gegnerschaft. Die haben uns immer unter Druck gesetzt. Und wir armen Zivilisten, die wir gezwungen wurden, hier Militärentwicklung zu machen, wir konnten uns kaum dagegen wehren. Juni 1944. Die Westalliierten landen in der Normandie. Der Sturm auf die Festung Europa beginnt. Hitler verlangt nach sofortiger Vergeltung. Kommt jetzt die Wunderwaffe, die das Regime so vollmundig verspricht? Sie ist alles andere als ein Wunder. Von Braun muss handeln. Sagen Sie, wo liegen wir bei der Zielstreuung im Moment? Etwa 4 Kilometer im Radius um das Ziel. Aber... Dann wäre doch der sicherste Ort der Welt in dem Augenblick eigentlich... Mitten im Schwarzen der Zielscheibe. Na gut, dann sehen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. An diesem Tag wird die Rakete fast genau ins Schwarze treffen. In die Mitte der Zielscheibe. Es hätte ihr letzter Tag sein können. Deckung! Deckung! In Ordnung? Ja. Und Sie? Mitten ins Schwarze. Weitere Testflüge in Polen fordern zivile Opfer. Es gibt keine Rücksicht. Die Rakete muss fliegen. Am 8. September 1944 kommt die V2, die sogenannte Vergeltungswaffe, erstmals zum Einsatz. Ziele sind Paris und London. Sie ist nicht treffsicher, ist daher untauglich für militärische Zwecke. Doch sie kann und soll als Terrorwaffe dienen. Menschen in London und Paris in Angst und Schrecken versetzen und töten. Sie kommt lautlos und unbemerkt, schneller als der Schall. 1 Tonne Sprengstoff detoniert beim Aufschlag. Wo immer sie explodiert, gibt es Trümmer und Tote. Und niemand weiß, wo sie als nächstes einschlägt. Es gab eine gewaltige Explosion und Staub und Dreck und Krach. Überall. Es war das Schrecklichste, was ich je erlebt habe. Ich stand völlig unter Schock. Ich verlor Freunde und viele meiner Schulkameraden, weil viele aus meiner Schule aus der unmittelbaren Umgebung kamen.
von Braun erfährt noch am gleichen Abend von den ersten Angriffen auf London. Ist gerade gekommen. Die Rakete sei gut vom Boden abgehoben, sagt er. Nur am falschen Ort gelandet. Werner sagte uns, dass in diesem Moment England beschossen wird. Und sagt, das habe ich eigentlich nicht gewollt. Nur notgedrungen habe er eine Waffe bauen müssen, wird er später sagen. Und habe immer nur dorthin gewollt. Doch auch die Kriegsrakete bleibt sein Werk. In einer pathetischen Inszenierung erhält Werner von Braun das Ritterkreuz. In den Wäldern rund um das Schloss Fallar stehen V2-Einheiten bereit, um Antwerpen unter Beschuss zu nehmen. Ihm zu Ehren bilden sie das Begleitorchester. Das letzte Kapitel des Krieges hat begonnen. Alliierte Truppen marschieren in Hitlers Reich ein. Und ein Wettlauf an einer ganz anderen Front beginnt. Es geht um deutsches Know-how, Geheimwaffen, Fabriken, Labors, Versuchsanlagen, Dokumente und Wissenschaftler. Spezielle Einheiten der künftigen Siegermächte sind dafür unterwegs. Den Amerikanern war genau wie den Russen ganz klar, dass diese Raketentechnologie sehr wichtig sei. Und natürlich gab es bereits einen Wettlauf darum, wer die besten deutschen Raketeningenieure bekommen würde. Von Braun ist darauf eingestellt. Schon längst hat er sich über eine Zukunft ohne Hitler Gedanken gemacht. Gemeinsam mit engsten Vertrauten und Freunden. Deutschland wird den Krieg verlieren. So viel ist sicher. Jeder Sieger wird unsere Errungenschaften für sich beanspruchen. Die Frage, die wir beantworten müssen, lautet, wem wir unser Vermächtnis anvertrauen. Tja, viel wird's da nicht geben. Oder will sich jemand von den Russen knechten lassen? Für Franzosen und Engländer, wenn ihr mich fragt, ist das eine Nummer zu groß. Wer außer den Amerikanern kann sich uns leisten? Noch aber gehorchen die Peenemünder den Befehlen der SS. Als sich die Sowjets nähern, lautet der Befehl absetzen nach Süden. Werner von Braun führt den Konvoi an. Er tritt in SS-Uniform auf, um sich im Chaos des untergehenden Landes durchzusetzen. Lassen Sie uns verdammt noch mal durch. Die wichtigsten Dokumente werden vorsichtshalber in einem Stollen im Nordharz versteckt. Unser gesamtes Aktenmaterial von der Heeresanstalt, das waren mehrere Lastwagen, ja. Die wurden auf ganz geheime Weise in den Harz gefahren und in einer alten Metallbergwerk verstaut. Die Odyssee führt schließlich nach Süddeutschland. Als Faustpfand bleiben die Dokumente im Harz zurück. Die Raketeningenieure wussten, dass sie ohne diesen Erfahrungsschatz, ohne diese Dokumente nicht in Amerika würden arbeiten können. Diese Dokumente waren ihre Lebensversicherung. Sie mussten verhindern, dass sie zerstört werden. Das haben sie auch getan. Hunderte von Peenemündern bewegen sich per Bahn Richtung Bayern. An Bord auch die SS. Die SS möchte nicht, dass die Raketenspezialisten den Amerikanern in die Hände fallen. Und die Raketenspezialisten möchten nur als Gruppe zu den Amerikanern übergehen. Die erreichen inzwischen das Gebiet der Voralpen. In idyllischer Landschaft erwarten von Braun und seine Vertrauten das Ende des tausendjährigen Reiches, das Hitler verkündet hatte. Sein einziges Missgeschick, ein Autounfall. Der Arm liegt in Gips. Währenddessen wird Dora Mittelbau von US-Streitkräften befreit. Bilder des Schreckens gehen um die Welt, zeigen die ungeheure Menschenverachtung in der Unterwelt seiner V-Waffen. Doch es gibt auch diese Bilder und die faszinieren die Sieger.
Die Deutschen haben in der Raketentechnik einen Vorsprung von mindestens 10 Jahren. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Es ist die letzte Lüge des Regimes. Der Seitenwechsel kann beginnen. Das Problem bestand, wen schicken sie vor, um den Amerikanern zu sagen, wir sind hier und wir möchten jetzt rauskommen und bitte nicht auf uns schießen. Weil die saßen in einem Wehrmachtlastwagen und da bestand natürlich die Gefahr, dass da sofort drauf geschossen wurde. Und dann hieß es von ihm, diesem jüngeren Bruder, eben geh du vor, du bist sozusagen verschmerzbar. Mein Land hat 2 Weltkriege verloren. Diesmal möchte ich auf der Seite der Sieger sein. Nicht wie ein Gefangener, wie ein Geschäftsmann tritt von Braun auf. Er weiß, was er zu bieten hat. Und die Amerikaner wissen es offenbar auch. Bei entsprechender Förderung. In der Obhut der Siegermacht muss von Braun über Peenemünder Projekte berichten. Er geizt mit technischen Details. Dafür schwärmt er von Mondflügen, Hyperschallflugzeugen und gigantischen Weltraumspiegeln. Und dort in erster Linie den Mond zu erreichen. Doch die Amerikaner interessieren vor allem die Raketen. Die Parole lautet, wegschaffen, was nur geht. Denn bald werden die Sowjets in ihre Besatzungszone in Thüringen einrücken. Dann entstand ein Wettbewerb. Jeder wollte das Beste und am meisten haben. Es war schwer, uns Amerikaner darin zu schlagen. Und wir haben einige Abmachungen auch gebrochen und mehr mitgenommen, als uns eigentlich zustand. 341 Güterwaggons Technik aus den Stollen von Nordhausen rollen Richtung USA. Und die Wissenschaftler werden ebenfalls verschifft. 115 ehemalige Peenemünder werden illegal in die USA gebracht. Denn eigentlich dürfen NS-Parteimitglieder nicht einreisen. Wir hatten eine Akte in der Regierung in Washington und die Akte hatte ein Paperclip da drin stecken. Und daraufhin wurde kurzerhand die ganze Aktion Paperclip-Organisation benannt, was wiederum zeigt, wie geheim es gehalten werden sollte. Operation Büroklammer. Immerhin ist Werner von Braun nicht nur Partei, sondern auch SS-Mitglied. Aber das taucht auf manchen Dokumenten gar nicht erst auf. Die Nazi-Akten vieler Leute, insbesondere von Werner von Braun, wurden zu einem echten Problem innerhalb der US-Regierung. Doch statt Internierung sollen die Deutschen nun zur Stärkung der freien Welt beitragen. Die erste neue Heimat heißt Fort Bliss und das dazugehörige Testgelände White Sands nahe dem Städtchen El Paso gelegen. Die Raketenmänner lernen Englisch, treiben Sport, richten sich ein. Sie leben auf einem abgeschlossenen Areal unter der Obhut der Armee, mitten in der Wüste. Werden manchmal argwöhnisch beobachtet. Ansonsten gibt es kaum etwas zu tun. Schon ein Jahr nach Kriegsende steigen von White Sands wieder V-2-Raketen in den Himmel. Das Triebwerk wird weiterentwickelt und auch die Steuerung. Doch insgesamt haben die Peenemünder das Gefühl, sie treten auf der Stelle. Dabei gibt es längst schon Ideen für eine Weiterentwicklung der Rakete als Waffe.
sogar für ein mehrstufiges Modell. Denn schon Anfang der 40er Jahre gab es Pläne für eine Rakete, die amerikanische Metropolen erreichen und bombardieren sollte. Er denkt nach, wie er seinen neuen Förderer am besten überzeugt und schlägt sogar die Kombination der Rakete mit einem atomaren Sprengkopf vor. Er will sich bei Robert Oppenheimer, dem Vater der Atombombe, erkundigen, wie stark ein geeignetes Triebwerk sein müsste. Nicht weit von White Sands in Alamogordo fand der erste Atombombentest statt. In Hiroshima und Nagasaki zeigte die Bombe ihre vernichtende Kraft. So dreht sich auch weiterhin alles um eine Waffe. Von Braun weiß genau, dass er nur auf diesem Weg weiterkommt. Auch wenn er später behauptet, dies sei nur ein notwendiges Übel gewesen. Doch zunächst findet er selbst bei den Militärs kein Gehör. Und von Braun sagte, ihr habt uns rübergeholt mit großem Aufwand und habt uns hier hingesetzt und wir kommen mit unserer ganzen Kenntnis von Raketenbauen rüber, deshalb habt ihr uns geholt. Warum lasst ihr uns nicht was tun? Und die Antwort war nur, das kann später kommen, wir legen euch auf Eis. Zur gleichen Zeit wird Tätern des NS-Regimes in Nürnberg der Prozess gemacht, auch wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Albert Speer gesteht im Gegensatz zu anderen Mitverantwortung. Der einstige Förderer von Peenemünde argumentiert, Architekten wie Techniker hätten sich vor allem ihrer Aufgabe verpflichtet gefühlt und seien nicht schuld an den Verbrechen des Regimes. Peenemünde bezeichnet er später als seine größte Fehlinvestition. Speer wird zu 20 Jahren Haft verurteilt. Werner von Braun musste sich nicht vor dem Tribunal verantworten. Denn sein Know-how war auch in der freien Welt gefragt. Er kehrt 1947 für einige Wochen nach Deutschland zurück, um seine Cousine Maria von Quistorp zu heiraten. Sie begleitet ihn in die USA, wo die Menschen erstmal die Nachkriegszeit genießen wollen. Doch längst bestimmt ein neuer Konflikt die Welt zwischen Ost und West. Die Sowjets zünden 1949 ihre erste Atombombe. Und auch sie haben hunderte deutsche Raketenmänner in ihren Dienst gestellt. Erst auf deutschem Boden, dann in der Sowjetunion. Wir waren gezwungen, einen anderen Weg zu gehen. Wir mussten das Wissen der Deutschen vor Ort rekonstruieren, untersuchen und verstehen. Deswegen haben wir direkt in Deutschland mit der Arbeit begonnen. Er wolle sein Licht ja nicht unter den Scheffel stellen, sagt Werner von Braun den US-Militärs. Aber auch die deutschen Ingenieure in der Sowjetunion könnten weitreichende Raketen bauen, womöglich atomar bestückt. Soll man darauf warten? Dann wird der Kalte Krieg an seinen Rändern heiß. Das kommunistische Nordkorea überfällt den Süden des Landes. Und wieder ist der Krieg der Vater aller Dinge. Und dann kam dann plötzlich von Washington der Befehl an von Braun und an seine Gruppe in El Paso, bitte baut uns eine Rakete so wie euer A4, wie euer V2 in Peenemünde, nur bigger and better. Größer und besser und genauer und etwas mehr Reichweite. Nun steht ein Umzug an. Die Raketenentwicklung soll in Huntsville, Alabama, fortgesetzt werden. Und es gibt wieder Geld für seine Projekte. Doch er will die militärische Basis auch für seine großen Raumfahrtvisionen nutzen. In einer spektakulären Magazinreihe bringt er viele Amerikaner auf den Geschmack. Es geht um Mondlandung, Marsflüge, Raumschiffe und riesige Raumstationen. Auch hier macht er sich den Kalten Krieg zunutze
Um die Sowjets abzuschrecken, könne man für den Fall eines Angriffs massive Vergeltung aus dem All androhen. Man war auch davon fasziniert, dass diese Raumstation eine Superwaffe sein könnte, um die Sowjetunion zu dominieren. Von Braun hat die Raumstation als Waffe verkauft, bestückt mit Atombomben, die sogar einen Erstschlag gegen die UdSSR führen könnte. Auch er wird zum Freund und Förderer, Walt Disney. Er und von Braun finden sich in mancher Spinnerei für die Zukunft vereint. In den frühen 50er Jahren ist ganz klar, die Zukunft passiert im All. Die Kolonialisierung des Mondes und des Mars steht nahezu vor der Haustür. Die gehen selbstverständlich davon aus, dass sie in Zukunft nicht mehr arbeiten müssen, dass sie auch selbstverständlich in Zukunft auf dem Mond Urlaub machen können, wenn sie nicht gleich dort leben werden. Doch von Brauns Arbeitgeber, die Army, fordert von den Raketenmännern in Huntsville eine erste Atomrakete. Und sie wird gebaut. Die Redstone, die später auch in der Bundesrepublik stationiert wird. Längst hat von Braun auch die Würde zur Staatsbürgerschaft erlangt. Er erhält sie und freut sich, auf der richtigen Seite zu stehen. We had seen Germany in the claws of death, and it was our intention to hand our new weapon over to a nation of whose leaders we felt were governed not by the laws of materialism, but by the laws of Christianity and humanity. Huntsville, das verschlafene Südstaatenstädtchen, wird den Neuamerikanern zur Heimat. Die meisten Deutschen siedeln sich auf einem Hügel an, bald schon Sauerkraut Hill genannt. Familien werden gegründet. Auch im Hause von Braun kündigt sich Nachwuchs an. Seine Frau Maria ist erst Mitte 20. Zwei Töchter und einen Sohn bringt sie zur Welt. Er hat seine Kinder geliebt, seine Familie. Es war sehr wichtig. Er war ein sehr, sehr guter Vater, ein innig liebender Vater, möchte ich sagen. Doch später wird seine Frau einmal sagen, sie habe das Gefühl, mit einer Rakete verheiratet zu sein. Und in der Tat lässt sich von Braun durch nichts beirren auf seinem Weg. Ein Auftritt in der Frankfurter Paulskirche. Sollen wir heutigen unsere Arbeiten zur Erschließung des Weltraums einstellen, weil Raketen wie Flugzeuge auch militärisch eingesetzt werden können? Sollen wir abwarten, bis auf dem Mond die rote Fahne hochgeht? Noch wühlt in Deutschland keiner in seiner SS-Vergangenheit. Und in den USA wird er sich so wichtig machen, dass niemand danach fragt. Immer größer, immer weiter heißt es im Raketengeschäft. Er arbeitet an der ersten nuklearen Mittelstreckenrakete, der Jupiter. Sie kann 1,3 Tonnen Nutzlast 2400 Kilometer weit transportieren. Doch die aus der Jupiter weiterentwickelte Trägerrakete könnte auch zivilen Zwecken dienen. Schon lange hegen Wissenschaftler in aller Welt den Plan, 1957 in einem Jahr besonderer Sonnenaktivität einen Forschungssatelliten zu starten. Es kommt zum Wettbewerb. Nicht nur zwischen Ost und West, sondern auch innerhalb der Streitkräfte der USA. Von Braun und seine Jupiter müssen sich mit einem Modell der US Navy messen. Er wirbt für seine Rakete, die wesentlich sicherer sei als die Entwicklung der Navy, die den Namen Vanguard trägt. Vanguard setzte auf eine Neuentwicklung, neue Triebwerke, neue Konzepte und setzte zu früh auf unausgereifte Technologie. Während Dr. von Brauns Ansatz immer war, haltet es einfach und testen, 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 bis ihr sicher seid, dass es klappt. Er ist außer sich, als er erfährt, dass ein Ausschuss des Kongresses gegen ihn entschieden hat und für die Navy. Die USA wollten, dass dies ein ziviles Projekt wird, kein militärisches. Die Raketenabteilung der Army war eine militärische Einrichtung und hauptsächlich mit Deutschen besetzt. Mit einer der Gründe, warum Vanguard das Rennen machte.
Es kam von der Navy, die natürlich auch zum Militär gehört, aber viel mehr zivile Wissenschaftler beschäftigte. Seine Qualen nehmen noch zu, als ein Test seiner Jupiter-C belegt, dass er schon jetzt einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn schicken könnte. Doch ihm wird untersagt, darüber zu sprechen, denn der erste Schuss ins All bleibt weiter der Navy vorbehalten. Es ist ein Moment, in dem sein großer Traum auf dem Spiel steht. Wird er auf dem Weg ins All von anderen überholt? Er wird, zunächst, doch anders als gedacht. 4. Oktober 1957. Die Sowjets setzen den ersten künstlichen Trabanten in eine Umlaufbahn. Sein dürres Funksignal trifft die USA bis ins Mark. We fear this. We fear that they have something out that majority of the people don't know about. Somebody's fallen down on a job, badly. Der Sputnik war natürlich eine Bombe, die bei uns einschlug in Amerika. Und alle griffen sich an den Kopf und sagten, wie können diese Russen, die so nichts fähig sind, wie können die uns übertrumpfen mit einem Satelliten? Das ist ja furchtbar und schrecklich. Werner von Brauns Chef ist Generalmajor Bruce Medaris. Er ist verabredet mit dem Verteidigungsminister McElroy. Dann kommt einer hinzu, der kurz vorm Platzen ist. Mr. Secretary, have you heard? Yeah, Bruno, we've heard. That sucks badly. Excuse me, Mr. Secretary. We have the technology ready on our shelves. We can launch the satellite for you in 60 days, Mr. McElroy. 90 days, Bruno. 90 days, Mr. Secretary. Von Braun darf wieder loslegen, doch die Marine hat weiterhin den ersten Streich. Die US-Regierung entschied, die Navy das Satellitenprojekt weitermachen zu lassen. Noch waren wir nicht wirklich besorgt, dass die Russen überhaupt fähig waren, das zu tun, was sie getan haben. Doch die Sowjets legen nach. Sputnik 2 bringt nur 4 Wochen später mit der Hündin Laika das erste Lebewesen ins All. Amerika steht unter dem Sputnik-Schock. Und dann das. Die Vanguard der Marine darf starten. Ein Desaster. Nicht für ihn. Trotz aufrichtigem Mitgefühl. Jetzt ist er an der Reihe. Ein Macher ist gefragt. Okay, tie down the lead. In nur 80 Tagen schafft er es. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire command, fire. Eine abgewandelte Jupiter-C-Rakete trägt den Satelliten Explorer in eine Umlaufbahn. Werner von Braun ist der Held der Stunde, Retter in der Not. Er war die bekannteste Person von allen, ohne Frage. Und alle kamen, um Werner von Braun zu sehen und ein Autogramm zu ergattern. Triumphzug in der Raketenheimat Huntsville. Für viele Menschen ist von Braun amerikanischer als die meisten Amerikaner. Und das Wochenmagazin Time widmet ihm eine Titelstory. Doch in den Tagen der Euphorie erreicht ihn ein Telegramm aus Deutschland. Seine Mutter ist gestorben. Er fährt nicht zur Beerdigung, weil er ein Medienspektakel vermeiden will und gedenkt ihr auf seine Weise. Sie hat ihm das erste Fernrohr geschenkt, das ihm den Blick zum Mond eröffnete.
Nach dem erfolgreichen Satellitenstart wird für die US-Raumfahrt eine zivile Behörde gegründet, die NASA. US-Präsident Eisenhower bewilligt den Raketenbau für nicht-militärische Zwecke. Und Werner von Braun kann fortan tun, was er schon immer gewollt hat. Große Trägersysteme bauen für die Reise ins All. Als wir zur NASA kamen, fühlte sich Werner wie von einer Last befreit. Nicht mehr im Schatten der Waffe. Endlich bin ich frei. Auf dem Münchner Flugplatz Riem wurde Amerika-Star der Weltraumforschung Werner von Braun empfangen. Nicht zu einem wissenschaftlichen Kongress, sondern zu einer Filmuraufführung. Das Ganze verlief im amerikanischen Stil unter dem Titel »Ich greife nach den Sternen«. Dass Brauns Konstruktionen auch sehr erdgebundene Ziele haben, davon zeugten die amerikanischen Raketen vor dem Kinoeingang. Die DDR-Wochenschau sieht Werner von Braun eher als kalten Krieger und nicht als Filmhelden. Doch das stört die Premierengäste wenig. Für sie ist ein Shootingstar, der auch noch von einem anderen Star gespielt wird, Kurt Jürgens. Ich habe Ihre Frechheiten langsam gestrichen, Satt. Wir sind hier nicht mehr in Peenemünde, Herr Dr. von Braun. Geben Sie zu, Sie haben das deutsche Volk betrogen und ein lebenswichtiges Rüstungsprogramm sabotiert. Mit privaten Spinnereien. Nichts gebe ich zu. Und das genügt, um Sie an den Galgen zu bringen, Herr Dr. von Braun. Ich bin Wissenschaftler. Sie geht mich einen Dreck an, Ihre dämliche Partei. Hitler oder der Mann im Mond, das ist für mich dasselbe. Wenn Sie es genau wissen wollen, mir ist der Mann im Mond lieber. Das ist viel näher. So wird aus Hitlers Raketenmann ein Widerstandskämpfer. Der englische Regisseur des Filmes will das Jahre später anders gesehen haben. Von Beginn an musste ich mich dagegen wehren, mit ihm Freundschaft zu schließen. Er war charmant. Er konnte mit seinem Charme den Leuten die Hose ausziehen. Wir hatten gewaltige Auseinandersetzungen gehabt, weil er behauptete, er sei nur ein Wissenschaftler gewesen und kein Nazi. Und ich sagte, Unsinn. Natürlich warst du ein Nazi. Du warst Mitglied in der Nazi-Partei. Auch ein Harvard-Mathematiker und Satiriker widmet sich dem Beuteamerikaner. Don't say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Im Januar 1961 zieht ein neuer Präsident ins Weiße Haus. John F. Kennedy. Und er hat einen mächtigen Gegner, der den jungen Mann nicht zu Recht ernst nehmen will. Nikita Khrushchev. Gleich am Anfang seiner Amtszeit muss der junge Hoffnungsträger Schläge einstecken. Eine CIA-gestützte Invasion auf Kuba scheitert. Fidel Castro bietet Paroli. Und auch Kennedy muss feststellen, dass der sowjetische Raketenbau nicht ruht. Es kommt zu einer Sensation. Der Kosmonaut Juri Gagarin ist der erste Mensch im All. Moskau triumphiert. John F. Kennedy gerät unter Druck, spürt, dass sein Land einen Beweis der Überlegenheit von ihm fordert. Warum nicht in der Raumfahrt? Er hat schon viel über von Braun gehört. Die waren wie zwei glückliche Jungs miteinander, der von Braun und der Kennedy. Die haben gelacht und gestikuliert und waren also sofort in dicke Freundschaft. Von Braun weiß, wie man mächtige Männer für eigene Ziele gewinnt. Da sagte der Kennedy, als ich wünschte, ich könnte meine Kongressleute auch hier durchführen, damit wir sie endlich von ihrer Lethargie aufscheuchen. Und dann sagte der Kennedy, how much would it cost? Und von Braun sagte, zwischen 20 und 25 Milliarden Dollar, Billion Dollars. Sagte der Kennedy, let's do it.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept. Doch gerade als der Entschluss gefallen ist, bringt eine Krise die Welt an den Abgrund. Die Sowjets sind dabei, auf Kuba Atomraketen zu stationieren. Die Fotos der CIA belegen, es sind Mittel- und Langstreckenraketen, die die USA bedrohen. Nikita Khrushchev will damit auf die Übermacht der USA reagieren. Bezeichnenderweise sind auch von Brauns Jupiter-Raketen involviert, denn diese wurden vor der Haustür der Sowjetunion, etwa in der Türkei, stationiert. Kennedy verhängt eine Seeblockade über die Zuckerinsel. Under shipment to Cuba is being initiated. All ships of any kind bound for Cuba, from whatever nation or port, will if found to contain cargoes of offensive weapons, be turned back. Und alle Streitkräfte werden in die zweithöchste Alarmstufe versetzt. Bei der Seeblockade sollen auch russische Atom-U-Boote aufgebracht werden. Was die US Navy nicht weiß, dass sie nukleare Torpedos an Bord haben. Die Entscheidung liegt in der Hand des Kapitäns. Er hätte die Erlaubnis gehabt, einen atomaren Torpedo einzusetzen. Er hätte einen nuklearen Weltkrieg beginnen können. So hätte die Raketenkrise in eine Katastrophe führen können. Wir waren ganz nah dran am Atomkrieg. So nah waren wir dran. Keiner von uns hatte verstanden, wie nah. Ein Ursprung der Krise liegt auch in Peenemünde. Die Rakete ging zwei Wege von dort aus. Der eine brachte die Menschheit nahe an den Abgrund. Wenig später erhält Werner von Braun einen Brief. Wie aus dem Jenseits. Er stammt von Fernand und handelt von dem bewegenden Schicksal einer jungen Frau. Ein Brief an Monsieur Werner. Ich habe dich im Fernsehen gesehen und sofort wiedererkannt. Was für eine Freude, dich wiederzufinden. Dein Lächeln wiederzusehen. Seit nunmehr 20 Jahren vergeht kaum ein Tag, an dem du nicht Gegenstand meiner geheimsten Gedanken bist. Die Gestapo hat mich 1944 freigelassen. Dann kam die Befreiung. Und ich wurde wieder verhaftet. Diesmal wegen Kollaboration. Gott sei Dank kannte niemand deine wahre Identität. Sonst hätten sie mich hingerichtet. Es ging mir sehr schlecht im Gefängnis. Und auch jetzt, wo doch so viele Jahre vergangen sind, stehe ich mittellos da. Aber immerhin weiß ich jetzt, wieso alles so gekommen ist. Ich kenne dein Herz. Und nachdem du nun weißt, dass ich nicht tot bin, erhoffe ich von dir eine hilfreiche Hand. Über eine Antwort des Geliebten ist nichts bekannt. Das Attentat des Jahrhunderts. John F. Kennedy wird 1963 ermordet. Manche sagen, sie hätten Werner von Braun zum ersten Mal weinen gesehen. Alle fühlten die Pflicht, loszulegen, nachdem Kennedy erschossen wurde. Ich glaube, wir alle fühlten dasselbe. Lass es uns anpacken und dem toten Präsidenten widmen. Aber ich denke, auch der Kongress hätte keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt, wenn Kennedy nicht ermordet worden wäre. Jetzt erst recht. Von Braun erhält die Milliarden, die er braucht. Für die Großrakete,
die die Menschen zum Mond bringen soll. Die Saturn V. Umgerechnet 160 Millionen PS stark, 110 Meter hoch. Der 16. Juli 1969 gehört zu den Tagen, die Weltgeschichte schreiben. 1 Million Menschen haben sich an der Küste Floridas versammelt. Mehr als 500 Milliarden sind rund um den Globus an den Fernsehschirmen. Jetzt sitzen wir also in der Raumkapsel auf der Spitze der Rakete. Der Countdown läuft. Alles ganz glatt. Da hat nichts gehakt. Hardly any glitches. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Ein ganzes Leben lang hat Werner von Braun auf diesen Moment gewartet. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Seine Rakete soll 3 Astronauten über die Distanz von mehr als 350.000 Kilometern zum Mond bringen. Einer von ihnen ist Buzz Aldrin. Ein ganz grundsätzliches Verlangen des Menschen ist es, über seine eigenen Grenzen hinauszuwachsen. Am 20. Juli 1969 landen Menschen zum ersten Mal auf dem Mond. Es wird vielleicht nie wieder möglich sein, in Zukunft noch einmal etwas zu schaffen, das so deutlich die Erfindungsgabe der menschlichen Rasse zum Ausdruck bringt. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit. Am 21. Juli um 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit setzt Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß in den Mondstaub. Kurz darauf folgt ihm Buzz Aldrin. Als ich ein paar Schritte auf dem Mond gemacht hatte, um es mit 2 Worten zu sagen, eine überwältigende Einöde. Aber der Fortschritt, den die Menschen gemacht hatten, indem sie Raketen, Raumschiffe erfanden und auf dem Mond landeten, was für eine großartige Leistung. Ein Quantensprung der Menschheit, den er vorangetrieben hat. Man wird Werner von Braun auch Kolumbus des Weltalls nennen. Doch wieder kennt er kein Halten. Jetzt will er gleich weiter zum Mars. Ich bin mir sicher, dass wir den Auftrag für eine bemannte Mars-Mission innerhalb 1 Jahres in der Tasche haben. Doch wer will Werner von Braun noch auf den Mars folgen? Der Blick wendet sich nach dem Triumph auf die Erde. Nun rücken ihre Probleme wieder in den Vordergrund. Konflikte wie in Vietnam spalten die Welt. Soziale Unruhen teilen die Gesellschaft. Menschenwürde und Frieden können nicht im Weltall geschaffen werden. Man bittet Werner von Braun, nach Washington zu kommen. In der US-Hauptstadt soll er als Planungsdirektor der NASA weiterhin die Werbetrommel rühren. Aber plötzlich interessiert sich niemand mehr für seine weitreichenden Pläne. Die USA haben ihr wichtigstes Ziel erreicht.
Wir hatten niemanden, der das Rennen zum Mars mitmachen wollte. Wir waren auf dem Mond, hatten die Russen geschlagen und das war's für Amerika. Sein Traum scheint ausgeträumt. Werner von Braun zieht die Konsequenz. Er verlässt die NASA. Von Braun wurde nicht behandelt, wie er es verdient hätte, nachdem er ins Hauptquartier wechselte. Er wurde sozusagen beiseite geschoben, weil er angeblich für die Mars-Mission werben sollte. Hinter den Kulissen habe ich gehört, dass es Schwierigkeiten gab und von Braun bis zu einem gewissen Grad auch ausgenutzt wurde. Er wechselt in die Industrie, macht sich Gedanken über seine Rolle bei der Eroberung des Weltraums. Irgendwann wären wir wahrscheinlich auch ohne von Braun auf dem Mond gelandet, aber vielleicht bis heute nicht, 40 Jahre später. Sicher beeinflussen Individuen die Weltgeschichte, aber man muss das auch immer im größeren geopolitischen Kontext sehen. Selten hat so viel Glanz, so viel Schatten überstrahlt. Da kommt so eine Wut aus meinem Bauch hervor. Am liebsten möchte ich nicht dran denken. Ich habe kein Rachegefühl. Aber ja, wenn Sie mich daran erinnern, an solche Sachen, dann wird es wieder rot im Gehirn. Alles Blut. Alles Blut. Das ist Werner von Braun. Dieses Foto zeigt einen von seiner Krankheit gezeichneten Mann. Werner von Braun erkrankt an Krebs. Unheilbar. Am Ende fragt er sich, haben wir wirklich das Richtige getan? Gibt es nicht so viel Elend auf der Welt? Sollten wir nicht alle Kraft dafür einsetzen, sie gerechter zu machen? Am 16. Juni 1977 stirbt er im Alter von 65 Jahren an seiner Krankheit. Wir alle vermissen Wernher von Braun im Raketengeschäft. Wir brauchen diese Art von Anführer. Er war ein Mann, den wir als Kreuzfahrer der Raumfahrt bezeichneten. Der Mann, der die Menschen ins All bringen wollte. Für die einen steht Werner von Braun in einer Reihe mit den großen Entdeckern der Menschheit. Für die anderen hat er seine Seele an das Böse verkauft. Seine Visionen leben weiter. Jahrzehnte nach seinem Werben um einen Marsflug hat die Raumfahrt dieses Ziel heute fest im Blick. 2030 soll der erste Mensch seinen Fuß auf den roten Planeten setzen.